Tisch selbstgemacht. Von Schmuck, Korbwaren, Musik, Kleidung, Spielsachen bis Speisen. Wer kann von sich behaupten, schon einmal Ananas- oder Bananenwein getrunken zu haben? Beim Festival Afrikult in Wien konnte vieles gekostet und kennengelernt werden. Also Afrikult ist ein Festival für Familie, Freunde, Musikliebhaber, Essensliebhaber, die einfach etwas anderes haben möchten oder probieren möchten. Schaut euch ein Afrika an, das man nicht so oft in den Medien sieht. Es ist halt sehr, sehr wichtig zu sagen, dass das Festival von schwarzen Menschen organisiert wird. Wir haben an und für sich begonnen, weil einfach sehr, sehr negative Bilder von Afrika in Österreich waren und wir einfach schauen wollten, dass wir ein positiveres Bild porträtieren. Ja, wir produzieren Ananaswein hier in Österreich aus Ananas, was überreif sind. Deswegen das Projekt heißt es Schaffen statt Verschwenden. Und da, wie Sie sehen können, es ist Produkt aus nicht verkauften Früchten. In Ostkongo wird Ananaswein genauso wie Bananenwein also hergestellt. Natürlich nicht in dieser Ausführung, so wie wir das hier machen, wie in Europa, weil Österreich ist ein Weinland, wo natürlich die Qualität passen muss. Im Vorfeld des Festivals gibt es auch immer ein Dialogprogramm mit Podiumsdiskussionen. Den afrikanischen Kulturverein Afrikult gibt es seit 25 Jahren. Das erste Festival fand im Rathaus 1998 statt. Ziel war und ist es, die Vielfalt des künstlerischen Angebots in Wien mit afrikanischen Acts aus aller Welt zu erweitern und afrikanischen KünstlerInnen eine Plattform zu bieten. Hier kann man schon Mode sehen auf einer Seite und den afrikanischen Speicher, weil wir wollen die Leute die Kultur von Afrika zeigen. Ich mag selber gerne Kochbananen. So, ich habe Kochbananen hier frittiert. Manchmal, ich mache ein Crossover. So, ich habe den Naanbrot, was ist meistens indisch, aber ich habe dazu den afrikanischen Speicher kombiniert und es schmeckt sehr gut. Wir zeigen Produkte aus Ghana von der Familie meines Mannes. Das ist Handarbeit, alles, die ganzen Körbe, auch die ganzen Textilien ist Handarbeit. Und es ist einfach halt so ein Traum von uns beiden. Ich habe meinen Mann geheiratet am 01.01.2022 in Ghana. Mache einiges mit in Österreich deswegen, aber ich stehe dazu und ich bin glücklich. Und da ist mein Herz und auch jetzt mit diesem Ganzen, was wir machen. Und da gehe ich jetzt drin aus und wir stehen dem Ganzen jetzt entgegen. Also. Und das braucht Österreich.